Wir alle nutzen das Web jeden Tag, zum Beispiel zum Lesen von Nachrichten, Ausmachen von Arztterminen oder für Google-Anfragen. Deshalb ist es wichtig, dass alle das selbstständig tun können. Damit Webseiten barrierefrei sind und von allen genutzt werden können, müssen bei der Erstellung der Inhalte einige Dinge beachtet werden. In diesem Video geht es um den richtigen Umgang mit Bildern und wie sie in Typo 3 eingebunden werden. Bilder, Logos, Icons und andere Grafiken vermitteln Informationen. Damit diese Informationen auch an Screenreader-NutzerInnen kommuniziert werden, benötigen Grafiken einen Alternativtext. Der Alternativtext soll den Bildinhalt beschreiben. Die Daumenregel lautet, so knapp wie möglich und so lange wie notwendig. Wenn Text im Bild vorkommt, sollte der Text auch Teil der Bildbeschreibung sein. Es ist nicht notwendig, Bild von, Grafik oder Logo in die Bildbeschreibung aufzunehmen. Der Screenreader erwähnt ohnehin, dass es sich um eine Grafik handelt. Menschen, die Screenreader nutzen, hören sehr viele Informationen, oft sehr schnell. Redundante Informationen sollten deshalb so gut wie möglich vermieden werden, damit die kognitive Belastung geringer ist. Ein und dasselbe Bild kann verschiedene Alternativtexte haben, je nach Kontext, in dem das Bild eingesetzt wird. Dieses Bild zeigt das Hauptgebäude der Universität Wien. Es wird als Illustration verwendet, um das Konzept Universität Wien zu vermitteln. Und genau das kann man auch in den Alternativtext schreiben. Hier sehen wir ein weiteres Bild vom Hauptgebäude, aber der Kontext ist ein anderer. Die Webseite ist englischsprachig und das Gebäude ist dekoriert, was im Kontext von Regenbogenführungen relevant ist. Das Bild auf dieser Seite zeigt ebenfalls das Hauptgebäude der Uni Wien. Es ist verlinkt, deshalb muss im Alternativtext stehen, wo der Link hinführt und nicht, was auf dem Bild abgebildet ist. Dieses Bild steht direkt unter der Überschrift Hauptgebäude. Man könnte den Alternativtext leer lassen, um Redundanz zu vermeiden. Aber unter dem Bild stehen Copyright-Angaben. Damit Screenreader-NutzerInnen nicht eine Copyright-Angabe ohne zugehöriges Bild vorgelesen bekommen, sollte an der Stelle auch ein Alternativtext stehen. Manchmal sind Bild und Text gemeinsam verlinkt. Das sieht man daran, dass der Link unterstrichen ist, sobald der Mauszeiger über das Bild fährt. Wenn Bild und Text gemeinsam verlinkt sind, kann der Alternativtext leer bleiben. Die Information, wo der Link hinführt, wird hier mit der Überschrift vermittelt. Auch wenn eine Bildunterschrift vorhanden ist, die den Bildinhalt beschreibt, kann der Alternativtext leer bleiben. Wie wir gesehen haben, können ähnliche Bilder ganz unterschiedliche Alternativtexte haben, je nachdem, in welchem Kontext sie verwendet werden und welche Informationen mit ihnen vermittelt werden sollen. Es gibt aber auch Bilder, die rein dekorativ sind. Sie ergänzen nur visuell den vorhandenen Text und vermitteln keine Informationen. Typo 3 ist an der Universität Wien so konfiguriert, dass ein Bild vom Screenreader ignoriert wird, wenn der Alternativtext leer ist. Der Alternativtext kann auch leer bleiben, wenn die Informationen, die das Bild vermittelt, im Abschnitt davor oder danach ohnehin auch als Text vermittelt werden. Das ist zum Beispiel auch oft bei Porträtfotos auf Kontaktseiten der Fall. Wenn ein Bild ohne dazugehörigen Text verlinkt ist, dann muss es einen Alternativtext haben. Der Text soll dann nicht das Bild beschreiben, sondern das Linkziel. Es soll für Screenreader-NutzerInnen klar sein, was passiert, wenn sie den Link aufrufen. Wenn der Link zum Verlag führt, könnte der Alternativtext beispielsweise Verlagsinformationen von in 200 Büchern um den Globus lauten. Bei komplexen Grafiken ist es nicht notwendig, den gesamten Text, der die Grafik beschreibt, in den Alternativtext zu schreiben. Auch Menschen, die keine Screenreader nutzen, können von einer schriftlichen Beschreibung eines Diagramms profitieren. Der Inhalt des Bildes kann vor oder nach der Grafik in einem Absatz erklärt werden. Bei Diagrammen kann es auch hilfreich sein, die Daten in Form einer Tabelle zur Verfügung zu stellen. Bei einer Grafik, die viel Text enthält, sieht man auch, dass dieser Text nicht so gut vergrößerbar ist und unscharf wird. Das wäre bei richtigem Text nicht der Fall. Aus Sicht der Barrierefreiheit ist es deshalb besser, Text zu verwenden, statt Bilder, die Text enthalten. Wo müssen diese Informationen im Typo 3 Backend eingetragen werden? Das sehen wir uns als nächstes an, direkt am Beispiel eines eingebundenen Bildes in einem Textbildelement. Der Inhalt vom Titelfeld wird angezeigt, wenn man mit dem Mauszeiger über dem Bild bleibt. Das Titelfeld wird manchmal verwendet, um Copyright-Informationen anzuzeigen. Wenn man Informationen in das Titelfeld schreibt, muss man sich bewusst sein, dass sie auf Touchscreens nicht angezeigt werden. Wenn man ohne Maus navigiert, nur mit Tastatur, dann wird der Titel ebenfalls nicht angezeigt. Mit Screenreader wird das Titelfeld oft vorgelesen, aber nicht immer.
Das hängt von den Einstellungen des Screenreaders ab. Wichtige Informationen sollte man deshalb nicht in das Titelfeld eintragen. Es ist nicht garantiert, dass alle BenutzerInnen diese Information wahrnehmen können. Wenn eine Grafik verlinkt ist, braucht sie immer auch einen Alternativtext. Der Alternativtext soll, wie schon erwähnt, das Linkziel beschreiben. Auch wenn das Bild dekorativ ist, benötigt es in diesem Fall einen Alternativtext. Es gibt eine Ausnahme. Das Bild ist gemeinsam mit Text verlinkt und der Text beschreibt das Linkziel. Hier wird die Bildbeschreibung eingetragen. Wenn die Seite mit Screenreader benutzt wird, wird diese Information vorgelesen. Der Screenreader, der hier demonstriert wird, heißt NVDA und ist kostenlos für Windows verfügbar. Hauptsprungmarke kurz und prägnant, Überschrift Ebene 2. Der Alternativtext soll den Bildinhalt beschreiben. Die Daumenregel lautet, so knapp wie möglich und so lange wie notwendig. Wenn Text im Bild vorkommt, sollte der Text auch Teil der Bildbeschreibung sein. Es ist nicht notwendig, Bild von Grafik oder Logo in die Bildbeschreibung aufzunehmen. Der Screenreader erwähnt ohnehin, dass es sich um eine Grafik handelt. Menschen, die Screenreader nutzen, hören sehr viele Informationen. Redundante Informationen sollten deshalb so gut wie möglich vermieden werden, damit die kognitive Belastung so gering wie möglich ist. Health Details besucht Link Grafik Digitale Lehre. Titel Urheberrecht Universität Wien-Gebhard Zengmüller. Der Alternativtext wird auch von Suchmaschinen indexiert und außerdem wird er angezeigt, wenn die Internetverbindung sehr schwach ist oder abbricht und die Bilder deswegen nicht geladen werden können. Wenn ein Bild eine sichtbare Bildunterschrift hat, kann der Alternativtext leer bleiben.